Hallo, schöne Grüße aus Bautzen wieder. Auf dem Weg zur 112. Mahnwache in der ostsächsischen Kreisstadt Bautzen zum Kornmarkt. Bei 3 Grad Außentemperatur, Aprilwetter. Jetzt im Moment Sonnenschein, dann hat man gerade wieder einen Regenschauer. Auch mal leichten Schneefall unterwegs. Da will ich mich schön rüber lassen. Und jetzt geht es mal wieder darum, friedlich Gesicht zu zeigen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. Erstaunlich, wie das durchweg läuft hier in Bautzen. Und immer wieder Leute stabil, in stabiler Zahl, obwohl es immer mehr sein könnten, ja, Woche für Woche auf die Straße gehen. Wenig Zulauf momentan. Es könnten immer ein paar mehr sein, immer wieder ein paar neue Leute, ein paar junge Leute, aber die da sind, die sind eben standhaft in Bautzen. .17:30 in Bautzen, am 27. März 2023 nun, hier unweit vom Reichenturm in der Reichenstraße. Davon wird schon aufgebaut, für die 112. Mahnwache, hier am Reichenturm. Und wir sehen hier einen Singekreis, der schon mehrere Wochen hier zu Gange ist und vom Frieden singt. Sehr positiv zu bewerten. Wunderbar. Aber hier frage ich mich persönlich nur, ich stelle das mal so in den Raum, so viel zum Thema Spaltung. Hier gibt es wohl eine Organisatorin, habe ich vorige Woche erfahren, die das schon eine Weile organisiert hier, sich von Frieden einsetzt. Lobenswert, aber extra her. Die fangen hier eine halbe Stunde eher an. Und ja, so viel wie ich erfahren habe, und singen von Frieden, das bietet sogar was, aber warum nicht vorne bei den Alteingesessenen, sage ich einmal, also bei der Mahnwache, die dieses Thema natürlich und andere schon lange Zeit im Visier haben und dafür jede Woche Montag hier in Bautzen Gesicht zeigen. Friedlich. Ja, warum da eine Absplitterung in die Nebengruppierung aufgemacht wurde, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Und meinem, ja, in gewisser Weise auch meinem Verständnis, obwohl, wie gesagt, die Idee ist, wunderbar von Frieden auf die Straße gehen, Gesicht zu zeigen und zu singen, kann man nicht häufig genug, gerne jeden Tag. Jetzt ist dran die altbekannte kleine weiße Friedenstaube. Sangen die Kinder zu DDR-Zeiten schon in der Schule und im Kindergarten. Wunderbar. So. Und hier sehen wir am Reichenturm heute den Stand der Jugend der AfD. So, 18:08 heute. Der Versammlungsleiter greift zum Mikrofon. Aber hier ist das erste Mal die Feuerwehr zugange auf der Steinstraße. Ich zeige mal ein paar Teilnehmende hier an der heutigen 112. Mahnwache. In Richtung Reichenstraße soll es heute losgehen, der Aufzug. Steht schon medizinisches Personal bereit. Wie immer, bevor wir die Versammlung, unsere Montagsmahnwache beginnen, die Versammlungsauflagen. Hallo. Heute wieder mit der gewohnten Stimme.
Es dürfen keine Tiere mitgeführt werden. Ausgenommen von diesem Verbot sind anerkannte Behindertenbegleithunde. Es ist zu beachten, dass Verkehrsteilnehmer nicht mehr beeinträchtigt werden als unvermeidbar notwendig. Der Aufzug oder Spaziergang ist geschlossen und ohne Lücken zu führen. Der Aufzug erfolgt als geschlossener Verband. Dabei ist ausschließlich die rechte Fahrbahnseite zu nutzen. Traktoren haben wir keine, sehe ich keine, da können wir das weglassen. Sollten Gegenstände oder Unterlagen an öffentlichen Gebäuden abgelegt werden, sind diese bis zum Versammlungsende wieder zu entfernen. Das Abstellen von Wachskerzen ist weiterhin untersagt. Das Mitführen von Glasflaschen oder Gegenständen, die zum Werfen, Schlagen, Stechen verwendet werden könnten, ist verboten. Während der Versammlung ist es nicht gestattet, Alkohol zu konsumieren und die Zufahrten für Polizei, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge zum Zielort sind frei zu halten und zu gewährleisten. Ja, das haben wir jetzt erledigt und damit eröffne ich die 112. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität. Ja, wir sind alle drei, die wir letzte Woche gefehlt hatten, wieder gut in dem NATO-Gebiet eingereist in Deutschland und hatten eine sehr, sehr schöne, ergreifende und erlebnisreiche Reise nach Weißrussland. Dazu werden wir sicherlich nachher noch dazu eingehen. Ja, bevor es jetzt richtig los, oder jetzt, wo es richtig losgeht, bin völlig von der Rolle noch. übergebe ich erstmal das Mikro an die Katrin, die uns mit einer kleinen Andacht einstimmt. Ja, also mit der Andacht geht es immer richtig los, ne? Ja, genau. Ja, hier wird nebenbei aufgebaut, da freue ich mich, dass wir heute mal miteinander singen. Ne? Das kommt dann zum Schluss, ich hoffe, das funktioniert dann auch. Und ich habe eine kleine Andacht mitgebracht, wie immer. Mir geht es heute um den Handschlag. Der Handschlag als Zeichen des Friedens. Jeder kennt das Bild von Michelangelo. Die zwei Hände, die so fast sich berühren. Gott und Adam soll das sein, Teil der Schöpfungsgeschichte. Jesus wird als menschgewordener Sohn bezeichnet oder als Sohn Gottes oder auch als Hand Gottes. Er führt mit seinen Händen aus, wozu Gott ihn beruft und befähigt. Unsere Hände sind angewachsene Werkzeuge und daher kommt ja auch das Wort Handeln. Mit den Händen. Hände besitzen eine besondere Ausdrucksfähigkeit und stellen den geistigen Kontakt zum Gegenüber her. Es ist eine Herzenssache, die Hand einem anderen Menschen entgegenzustrecken. Es klang schon an, wir waren in Weißrussland und wir durften da auf unserer Reise ganz vielen Menschen die Hände schütteln. Und da blieb so manches Auge auch nicht trocken. Es ist so wichtig geworden, sich die Hände zu reichen. Das Internet habe ich befragt und das sagt zum Handschlag Folgendes. Der Handschlag ist ein Friedenszeichen schon seit Babylon, seit der griechischen Antike. Hier hat man sich gezeigt, in meiner Hand ist keine Waffe und deswegen kann in deiner auch keine sein. Durch das Schütteln wird sichergestellt, dass das Gegenüber nichts in den Ärmeln versteckt. Per Handschlag können Verträge geschlossen werden, auch heute noch.
Es bedarf keiner schriftlichen Absicherung. Der Händedruck ist für uns jetzt heutzutage meistens das Begrüßungsritual. Und dabei spürt man oft die Unsicherheit oder Aggressivität oder auch die Zielstrebigkeit und Klarheit des jeweils anderen. Wir kennen ihn, glaube ich, alle, diesen laschen Händedruck eines schüchternen, unsicheren Menschen. Aber ebenso kann ein sehr starker Händedruck auch mal für ein schmerzverzerrtes Gesicht sorgen. Da gab es ja auch noch eine Zeit, in welcher man sich nicht die Hand geben durfte. Und die ist noch nicht so lange her. Warum wohl? Und es ist seitdem auch noch für manche Menschen aus Angst kein Handschlag möglich. Dabei ist er so wichtig. Wie schon gesagt, er erfordert Vertrauen auf beiden Seiten. Bei jeder Trauung gibt es diesen Satz: Reichen Sie einander die rechte Hand. Wenn ein Mensch dem anderen die Hand reicht, so ergreift er die ganze geistige Persönlichkeit des anderen. Seine Liebe, seine Treue, seine Hingabe oder sein Verzeihen. Das Darreichen der Hände ist unsere äußere Kundgabe der Übereinstimmung und des Vertrauens. Ich habe ein Lied dazu ausgesucht, das ist We Shall Overcome. Und da gibt es von Sascha Lee einen deutschen Text, den lese ich vor und hinterher singen wir dann We Shall Overcome zusammen. Wir werden uns noch finden, das Trennen überwinden. Wir werden uns verbünden, es kommt der Tag. Oh, tief in meinem Herzen glaube ich daran, wir werden es überwinden irgendwann. Wir werden es durchstehen, wenn wir einander sehen. Wir werden zusammengehen, es kommt der Tag. Oh, tief in meinem Herzen glaube ich daran, wir werden uns verstehen, irgendwann. Wir gehen Hand in Hand, egal aus welchem Land. Wir stehen Hand in Hand für Frieden ein. Oh, tief in meinem Herzen glaube ich daran, dass wir uns Frieden schenken, irgendwann. Und jetzt, Olli, darfst du. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Ihr dürft euch natürlich die Hände reichen dazu. We walk hand in hand. 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 Someday. Oh, deep in my heart. We shall overcome someday. We shall live in peace. 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 I do believe.
someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid. Alle noch so gut beisammen stehen, möchte ich gleich die Werbetrommel rühren. Zum einen möchte ich darauf aufmerksam machen, am 22. April wird in Torgau ein großes Friedensfest stattfinden, anlässlich des Handschlages, der am 25. April 1945 zwischen einem russischen Soldaten und einem amerikanischen Offizier stattgefunden hat. Dort wird es ein großes Friedensfest geben mit sehr interessanten Rednern und auch ganz viel Musik, also so ähnlich wie wir es hier zum Friedensfest hatten, sind eine ganze Menge Künstler eingeladen, wo wir zum Teil noch auf die Zusagen warten, aber wir wissen auf alle Fälle, Jansson King hat schon mal fest zugesagt und es gibt noch ganz viele andere, die dort dabei sein werden. Kurze Zeit später, am 1. Mai, ist im Dreiländereck praktisch Polen, Tschechien und Deutschland, Zittau. Direkt hinter der Zittauer, hinter dem Grenzübergang, wird dort eine Demo sein, eine Friedensdemo, praktisch länderübergreifend. Die findet schon nachmittags statt, sodass wir am Montag, das ist am Montag, der 1. Mai, trotzdem zahlreich auch noch hier sein können. Es wird also ein Marathontag. Dann möchte ich Werbung machen, und zwar, der Jens war so freundlich. Er hat uns Button hergestellt, und zwar ist das im Sinne vom Lars aus Seifennersdorf. Das ist der Mann, der vor, glaube ich, 14 Tagen oder knapp 3 Wochen leider von uns gegangen ist, der praktisch die Bewegung in Seifennersdorf geleitet hat, oder beziehungsweise dort einer der führenden Köpfe war. Und ja, er hat dort auch sehr viel für das Tierheim Bischdorf gemacht und es ist die Idee gekommen vom Jens, dass wir einen Teil des Erlöses für diese Button dann auch dem Tierheim in Bischdorf spenden werden. Ist Thema oder ganz hochaktuelles Thema Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist das, wofür wir jeden Montag hier stehen. Und wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Button da und ihr
dürft dann gerne nach dem Spaziergang dann herkommen und die bei uns erwerben. Ja, mehr hatte ich jetzt an Werbung erstmal nicht. Hast du noch was? Eines habe ich noch zur Ergänzung, und zwar waren wieder fleißige Menschen unterwegs und haben diese Fahnen, wie wir sie hier vorne auch sehen, oder diese Transparente mit dem durchgestrichenen Panzer und der Friedenstaube auf weißen Stoff gesprüht. Und es liegen wieder welche hier, die gerne mitgenommen werden können und natürlich an Gartenzäune, an Häuser gehangen werden möglichst, damit die Botschaft des Friedens immer mehr in der Oberlausitz überall zu sehen ist. Also nehmt's mit und verbreitet es. Ja, und ich will mal an dieser Stelle ein ganz herzlich Dankeschön an die Ines sagen. Die Ines weiß jetzt, welche ich meine, die hier ganz fleißig mithilft, die Räume zur Verfügung stellt und die Farbe sponsert und alles, dass da möglichst viele solche Friedenszeichen an den Häusern zu sehen sind. Vielen Dank, liebe Ines. Ja. Bevor wir jetzt die Route bekannt geben, geht gleich los. Noch der Hinweis, am Anschluss an die Runde gibt es wie immer das offene Mikrofon. Da werden wir auch sicherlich kurz nochmal was zur vergangenen Woche sagen. Was wir da gemacht haben und warum wir nicht da waren. Und warum wir es auch nicht vorneweg gesagt haben. Damit die Wartezeit und die Grenzen noch länger ist als 19 Stunden. ja, wir waren in Weißrussland. Das ist diese Druzhba-Fahne. Deutschland, Weißrussland. Wie es die auch schon mit Russland gibt, die manchmal auch hier mitläuft. Gut, aber mehr dazu nachher. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt soweit für den Spaziergang.